Großer Schlamann mit Simon Terodde. Simon Terodde, nach Bremen konnten Sie nicht schlafen. Heute besser oder wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, heute. Heute, boah. Es wird mir auch schwerfallen. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega. Keiner, ich hab keine Stimme. Ist die Stimme noch in der Kurve? Ja, in der Kurve und auch gerade in der Kabine. Was soll ich erzählen? Du hast alles hier gesehen. Wir haben noch zwei Spiele, die müssen wir reißen. Ja, aber wie kriegen Sie die Stimme wieder und die Stimmung halbwegs gedämpft? Die drehen ja jetzt alle durch hier. Ja, die sollen feiern. Ich glaube, die haben uns am Ende auch zum Sieg gepusht, weil wenn du ein 1-1 bekommst, so einen langen Schlag. Ja, normalerweise brichst du zusammen, aber ja, du siehst, was hier los ist. Mit der Unterstützung schaffst du das dann. Ich konnte das gar nicht so richtig sehen. Nehmen Sie mich mal mit. Was war denn das für eine Situation da? Diese Torsituation in der Nachspielzeit. Ja, letzte Aktion. Blendi schießt ihn rein. Der Ball liegt bei mir zwischen den Beinen. Ja, und dann denkt man, oh ja, mach mal. Tippkick-Tor, ne? Der muss irgendwie über die Linie und Ekstase pur, wo ich die Mannschaftskollegen gesehen habe, das Trainerteam. Ich glaube, ich wäre am liebsten aus dem Stadion gerannt. Beschonige Stimme. Danke. Sensationell, das ist übrigens seine richtige Stimme. Ja, der hat es ja sonst immer verstellt. Also einmal muss er noch ran heute, was Sprechen angeht. Und ich hole mir auf jeden Fall eine Voicemail heute von ihm. Definitiv. Die Stimme ziehe ich mir nochmal rein. Ey, herrlich, ja. Wahnsinn. Aber das ist, weil er auch coacht auf dem Spielfeld, ja, und da mitgeht und pusht, positiv ist. Ja, und dann kommt einfach mal so eine Stimme raus, ja. Simon, weiter geht's. Trinkst halt mal ein bisschen. Aber das sind natürlich die Spieler mit ihrer Erfahrung auch und diesen.